So, jetzt kommen wir zur Reinigung des Separators. Eins ist klar, alles was ich selbst in die Hand nehme und selbst reinige, da weiß ich natürlich auch, dass es zu 100% sauber ist. Zum Reinigen des Separators benötigen wir letztendlich nur hier unseren Separatorschlüssel. Zum Öffnen des Separators habe ich hier ein Linksgewinde, heißt ich drehe im Uhrzeigersinn zum Öffnen, halte den Separator fest und schon habe ich hier den Separator in der Hand. Der Separator ist spülmaschinengeeignet, ich kann diesen aber auch unterm fließenden Wasser halten, ausbürsten und schon ist der Separator gereinigt. Zum Aufsetzen ist es wieder genauso. Ich nehme die Schraube, drehe das Ganze handfest zu und zwar gegen den Uhrzeigersinn, halte den Separator fest und drehe mit der Schraube das Ganze zu. Und schon ist der Separator gereinigt.